Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Heute habe ich euch wieder eine nette Betrügerin aus dem Trading-Sektor mitgebracht, die jede Menge Zeit mit uns vertrödelt, um ihr komisches Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Doch seriös ist das hier definitiv alles schon wieder nicht. Doch hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Betrüger-Telefonat. Ja, wen habe ich da? Hallo. Ja, hallo, guten Tag, Herr Andreas. Ja, was, Andreas? Ich bin Wendy Hans und Sie haben eine Anmeldung gemacht über Onlinehandel. Wen möchten Sie denn sprechen? Hier steht Andreas. Und weiter? Ja, nur Andreas steht hier. Andreas Gott. Achso, ja, Herr Gott, ist richtig, ja. Ja, sind Sie? Ja. Ja, schon Sie zu erreichen. Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Trading, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, war ja schon ganz lange her. Nicht so lange her, letzten Monat haben Sie es gemacht. Was? Ich habe Sie akustisch nicht haben verstanden. Sie haben es letzten Monat gemacht. Ja, ist ja schon eine Weile her. Letzten Monat ist so lange her. Eine Weile, ja. Also, aber wissen Sie, was es ist? Online-Trading und wie es funktioniert? Ja. Ja, also den Namen kann sie nicht vernünftig, wie so oft. Da wird man einfach mit dem Vornamen angesprochen und den Nachnamen wollen sie gar nicht erst sagen. Bei ihr bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die den Herrn Kot überhaupt verstanden hat. Also, dass sie weiß, dass das vielleicht nicht unbedingt ein seriöser Name sein wird. Aber, naja, die Betrüger haben ja alle eins gemeinsam. Mit Vornamen können sie alle irgendwie nicht so richtig umgehen und versuchen sich dann da irgendwas an der Telefonleitung zurechtzubrabbeln. Ja, aber es fängt ja auch von Anfang an schon wieder höchst seriös an. Alles, was die da so erzählt, ist einfach schon wieder nur irgendein zusammengestotterter Blödsinn. Haben Sie schon mal Erfahrung gehabt, vielleicht? Nee. Okay. Nur gelesen und Informationen haben Sie gehört? Ja, naja, mehr habe ich da jetzt noch nicht gemacht, nee. Okay, wenn ich fragen darf, warum machen Sie es nicht? Na, hat mir nicht gefallen. Was hat Ihnen nicht gefallen? Für die Firma, die sich da gemeldet hat. Ach so, die Firma. Ja, weil Sie haben es, diese Anmeldung, bei einer Seite gemacht. Und die Daten sind weiter bei uns geleitet, Herr Gott. Ja, und du? Und ich möchte Ihnen gerne sagen, wie das bei uns funktioniert. Ich weiß nicht, was haben Sie gelesen? Oder mit wem haben Sie gesprochen? Das weiß ich nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Ja, deswegen, ich werde Ihnen sagen, wie es bei uns funktioniert. Funktioniert es bei Ihnen anders? Nochmal? Funktioniert es bei Ihnen anders, oder wie? Naja, ich habe Ihnen gesagt, dass ich weiß nicht, wie funktioniert bei dem anderen Unternehmen. Vielleicht haben Sie nicht gefallen, die Profite, die Sie kriegen. Ja. Oder weiß ich auch nicht, was hat Ihnen nicht gefallen. Okay? Weil wir ein Unternehmen, wir arbeiten in fünf verschiedenen Bereichen. Ja. Wie Forex, Kryptowährungen, Rohstoffen, Indizes und Aktien. Ja. Okay? Mhm. Haben Sie schon mal davon gehört? Wovon jetzt genau? Ja, von diesen fünf Bereichen oder fünf Markets. Ja, es gibt da verschiedene Bereiche, ja, das weiß ich. Ja. Wissen Sie, haben Sie schon mal gehört? Mhm. Okay, wir bitten Ihnen einen Finanzberater, eine Person, und der wird mit Ihnen handeln und der wird Ihnen erklären, wie das alles funktioniert. Also bei Ihrer Aussprache wird mir der tolle Finanzberater bestimmt was ganz Tolles erzählen und mir ganz doll weiterhelfen bei dem, was Sie da vorhaben, was auch immer. Also, immer wieder die gleiche Geschichte am Ende. Die stottern sich irgendwas zurecht. Das Ganze ergibt gar keinen Sinn, was die davon sich geben. Aber man soll sein Geld geben. 250, 500 oder 1000 Euro. Man hört es ja immer wieder. Es ist ja bei allen irgendwie immer wieder das Gleiche. Also mit 200, 500 oder 1000,
macht's keinen Sinn, großartig auf der Börse zu investieren, auch nicht beim Trading. Denn man nutzt alleine für die Trades ja jedes Mal mindestens 25 Euro, um da irgendwas bei rauszuholen, weil alles darunter macht eigentlich prozentual schon gar keinen Sinn mehr. Da würde man wahrscheinlich sogar Verluste machen, trotz dessen man im Gewinn liegt, weil die Firma nimmt ja auch noch Prozente weg von dem, was man hat. Und wenn man die Trades zu kleinen ansetzt, also das Geld, was ihr da rein investiert, na, also beispielsweise ihr würdet damit mit einem Euro anfangen und ihr macht mit einem Euro Gewinn, dann würde die Firma, die die Trades für euch übernimmt, also die Brokerfirma, mehr vom Gewinn abbekommen, als ihr eigentlich letztendlich ausgezahlt bekommt. Das heißt, man macht mit zu wenig Einsatz sogar Verlust, selbst dann, wenn man eigentlich Gewinn macht. Schwierig, aber der Tradingmarkt ist halt leider sehr, sehr, sehr kompliziert und naja, für Laien sehr, sehr unübersichtlich und undurchschaubar. Das heißt, grundsätzlich hat da keiner was zu suchen, der da keine Ahnung von hat. Und grundsätzlich ist die Börse auch definitiv nichts Gutes. Auch wenn viele an der Börse investieren, letztendlich geht es immer nur darum, andere Menschen ärmer zu machen. Denn ihr könnt an der Börse nur Geld verdienen, wenn jemand anderes Geld verloren hat. Also, nach meiner Einschätzung, ist das definitiv kein gutes Konzept, Geld zu verdienen. Aus dem Grund verstehe ich halt leider auch nicht, warum so viele Menschen Aktien gut finden. Ich persönlich finde das überhaupt nicht gut. Schon auch so Geschichten wie die aktiengebundene Rente und was man da so alles hört, da schauert's einem eigentlich schon. Denn wer garantiert euch, dass ihr da bei Aktien einen Gewinn rausholen könnt? Das ist immer so. Die Firma, die dahinter steckt, wo die Aktie vielleicht gerade steigt, die kann ja jederzeit Konkurs gehen. Und hier bei diesen Brokerfirmen ist es ja auch noch so, dass man diesen Markt simuliert, also der ist auch noch zeitverzögert. Man kopiert ja nur den echten Markt und handelt auf steigende und fallende Kurse. Sowas sollte meiner Meinung nach schon das Recht verboten sein, weil man ja nicht mal mit echten Produkten handelt, sondern einfach nur auf dem Fake-Markt. Und demzufolge ist das grundsätzlich schon ein sehr, sehr komisches Konstrukt, wo man da sein Geld reinstecken kann. Aber dann rufen auch noch solche Leute hier an und erzählen euch irgendwelche fadenscheinigen Geschichten, dass ihr da reich werden könnt mit wenig Einsatz. Kann man definitiv nicht. Natürlich gibt es immer die eine Ausnahme, wo man mit wenig Geld viel Profit gemacht hat. Aber dann hat man sich auch mit dem Markt ausgekannt oder so viel Glück gehabt, dass es halt einfach Zufall war, dass man mit so wenig Geld viel Geld verdient hat. Kann alles vorkommen, aber ich würde sagen, prozentual kann man sich da sicher sein, dass man bei solchen Firmen grundsätzlich nie Geld rausholt, weil die rufen eigentlich auch nur an, um von euch Geld zu bekommen, um danach dann überhaupt nichts mit eurem Geld zu machen. Hier geht es einfach nur um eure Einzahlung. Nicht darum, dass man mit dem Geld irgendwie handeln möchte an der Börse. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Betrüger, der damit dann wirklich an der Börse handelt, aber in der Regel wird es schon so sein, dass die sich einfach nur aus dem Staub machen. Und damit ihr denkt, die handeln jetzt mit eurem Geld, damit sie noch mehr bekommen von euch, machen sie ein Demokonto auf und tun nur so, als würden die mit eurem Geld handeln. Dabei spielen die euch die ganze Zeit mit einem Fake-Demokonto nur eine schöne Geschichte vor, wo ihr dann denkt, dass ihr da jetzt richtig Geld verdient, um dann vielleicht nochmal ein bisschen nachzufinanzieren. Die meisten dieser Betrüger rufen aber nur einmal an und nach der Einzahlung melden sie sich dann bei euch nie, nie wieder. Ihr hört nichts von denen. Rückrufbar sind deren Telefonnummern auch nicht. Die Webseite ist nach kurzer Zeit offline. Und wie wollt ihr die denn erreichen? Wie wollt ihr euer Geld wieder zurückbekommen? Die Chancen sind hier sehr, sehr düster. Bis gar nicht. Ja. Auf jeden Fall sind von den Profiten wir... Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay. Wir garantieren Ihnen einen Profit bis 20 Euro pro Tag. Und das für Profit, das Sie nehmen pro Tag, 95 gehört Ihnen, Prozent gehört Ihnen und nur 5% nehmen die Finanzberater. Schon alleine diese Aussage zu treffen, dass die 20% Profit, also Gewinn, garantieren. Wie können die das denn bitteschön garantieren? Woher wollen die das denn garantieren? Das können die einfach nicht. Weil auch wenn man einen kopierten Markt eben kopiert, weiß man ja nicht, was im Original passiert. Man kann es abschätzen. Es gibt Menschen, die analysieren die Börse und können daraufhin aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer wirklich langjährigen Erfahrung, können sie dann nach Bauchgefühl
entscheiden, ob was steigt oder fällt. So werden die reichen Leute an der Börse noch reicher, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Allerdings ist das bei so einer Firma eigentlich nicht die Frage, dass da jemand sitzt, der Ahnung hat. Vor allem in der Masse, wie viele Firmen hier anrufen, wie viele Finanzexperten wir auf dieser Welt hier haben müssten, dann wären wir doch eigentlich alle reich. Vor allem, wer ruft euch an und verspricht euch irgendeinen Geldgewinn? Selbst wenn es hier, ne, also wir zahlen ja jetzt 250 Euro ein, 20% davon, was ist denn das? Nichts. Was könnt ihr da gewinnen? Nichts. An der Börse sind das alles nur Peanuts. Aha. Okay? Ja. Und wir geben Ihnen 2 Wochen Probezeit, dass Sie uns testen. Und wenn Sie sagen, nach diesen Probezeit, nein, ich will nicht mehr mit Ihnen handeln, auf jeden Fall in jedem Moment können Sie eine Auszahlung lassen, ihre Einzahlung, das sie gemacht haben, mit dem Profit, das sie in diesen 2 Wochen erreicht haben, mit dem Finanzberater. Und in diesem 2 Wochen Probezeit, sie werden mit unserem Kapital handeln, weil wir geben ihnen auch einen Bonus von 100%, okay, und in diesen 2 Wochen, sie werden mit unserem Kapital handeln. Ja. Also haben Sie mir verstanden oder haben Sie Frage dazu? Ja, na, dann verbinden Sie mich mal an so einen Finanzberater. Möchten Sie mit dem Finanzberater reden? Ja. Okay, wenn ich fragen darf. Auf jeden Fall ist Ihre Entscheidung, aber wenn ich fragen darf, warum möchten Sie mit dem reden? Ja, weil der dann entscheidet, was mit meinem Geld passiert, oder nicht? Hallo? Was denn du? Ja, können Sie mich hören? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Okay, ja, vielleicht wegen der Verbindung. Können Sie bitte wiederholen, was Sie gesagt haben? Ja, dann verbinden Sie mich mal an so einen Berater. Ja, aber wenn Sie Fragen haben, auf jeden Fall können Sie mir bestellen, diese Fragen nur machen. Ja, ich wollte mit dem Finanzberater mal sprechen. Sie sind doch kein Finanzberater, oder? Nee, ich bin eine Kontoverwalterin. Na, sehen Sie. Okay? Ja. Und mit dem Finanzberater, Herr Gott, Sie werden nur, wenn Sie diesen Konto aktiviert haben, dann können Sie auch mit dem Finanzberater reden. Weil so, auf jeden Fall, was für eine Frage haben Sie, ich werde Ihnen gerne beantworten. Aha. Und jetzt sagen Sie nichts mehr, oder wie? Naja, ich warte auf die Frage, was Sie haben. Ja, und ich warte auf den Finanzberater. Okay. Herr Gott, ich habe Ihnen gesagt, dass was für eine Frage, dass Sie haben, ich kann Ihnen gerne beantworten. Okay? Na, aber ist der Finanzberater da nicht besser? Nochmal? Ist denn da der Finanzberater nicht besser im Beantworten der Frage? Naja, auf jeden Fall, aber ja. Wenn er hat auch keine Zeit jetzt gerade momentan, deswegen. Ach weil so. die sind in einer richtigen Mietung jetzt was gerade. So deswegen ich sage Ihnen, Sie können mir diese Frage, was Sie haben, gerne stellen. Und ich werde Ihnen sehr gerne antworten. Ja, aber ich habe ja weiter keine Frage. Ich wollte ja gern von dem Finanzberater beraten werden. Ja, okay, Sie werden es machen, okay? Ja. Deswegen, Herr Gott, wie ich Ihnen gesagt habe, wir geben Ihnen 2 Wochen Probezeit, Testphase. Ja. Okay, und in dieser Zeit, Sie arbeiten mit und Sie finden aus, wie das mit uns funktioniert. Ja. Okay, und Sie werden auch weitere Fragen mit dem Finanzberater stellen und wegen die Projekte, okay, ja. Den Bereichen und alles. Ja. Und wo möchten Sie investieren? In welchem diesem 5 Bereiche, das ich Ihnen gesagt habe? Wo werden Sie investieren? Wo wird besser für Sie? Wo werden Sie mehr Profit erreichen? Ja. Okay, und so weitere Informationen. Mhm.
Okay, deswegen, Sie haben diese Möglichkeit, okay, mit null Risiko. Null Risiko. Ja, null Risiko, Sie in diesem 2 Wochen Probezeit und oder Testphase, können Sie auch so sagen. Okay, das bedeutet, dass Sie machen keine Investition. Ja, also wir. Okay. Ich dachte, ich soll da investieren. Nochmal? Ja, ich dachte, ich muss da was investieren. Jetzt soll ich nicht investieren? Nee, Sie werden keine Investition machen, Herr Gott. Okay, ja. Sie werden diesem Geld, das Sie einzahlen, es wird immer Ihrem Geld sein. Okay? Und danach können Sie entscheiden, ob Sie weiter mit uns machen wollen oder möchten Sie Schluss machen. Ja. Okay, die Finanzberater bereitet für Sie ein Projekt. Okay? Mhm. Wir haben kleine Projekte und große Projekte auch. Ja. Und er gibt Ihnen die Möglichkeit zum Entscheiden. Mhm. Okay? Wollen Sie mit großen Projekten machen oder mit kleinen? Ja. Sind Sie zu Hause? Ich bin zu Hause. Okay. Und haben Sie die Möglichkeit, vor einer Rechner zu sitzen? Da hätte ich die Möglichkeit, ja. Tja, also wie so oft, eine ganz tolle Beratung. Die Menschen, die Ahnung haben, die soll ich also angeblich erst sprechen dürfen, sobald ich mein Geld in diese Firma investiert habe. Also, nach meiner Einschätzung würde jede seriöse Firma erstmal die Menschen mit den Menschen sprechen lassen, die Ahnung haben und nicht irgendwelche Menschen ans Telefon setzen, die einfach nur irgendein Skript runterbrabbeln sollen, ohne Punkt und Komma. Das Schlimme ist, das ergibt halt auch alles nicht mal Sinn, was die so von sich geben. Es ist einfach nur irgendwas zusammengestottert, in der Hoffnung, dass der Kunde schon einzahlen wird. Es ist wirklich traurig. Da zahlen Menschen ihr Geld ein. Und das leider auch nicht wenig. Es zahlen viel zu viele Leute genau bei solchen Firmen ihre Kohle ein. Nur, dass das Geld hier bei sowas weg sein muss, sollte eigentlich klar sein. Schon Wahnsinn, was es so alles für Leute an der Leitung gibt. Ich meine, die ist ja jetzt zumindest noch nicht so unhöflich geworden, wie wir es oft haben, wenn wir hier ein bisschen begriffsstutzig sind. Die gibt sich ja hier noch Mühe. Aber das ist tatsächlich dann auch oft wieder das Problem, wenn man einen Betrüger an der Telefonleitung hat, der sich nicht als Betrüger identifiziert bzw. zu erkennen gibt. Da braucht man sich dann halt eben nicht über das Ergebnis wundern. Es sind trotzdem Betrüger, auch wenn sie so nicht geklungen haben. Das waren dann halt die, die zumindest schon mal höflicher sind. Ich meine, die Höflichkeit macht ja schon wieder viel wett. Aber trotzdem, das Gespräch hier ist genauso dumm und sinnfrei, wie man es immer mit diesen Betrügern an der Leitung hat. Das macht einfach keinen Sinn. Die brabbeln irgendwas. Hauptsache, die haben ganz, ganz, ganz viele und ganz lange Texte erzählt und ein paar Fachbegriffe verwendet, die sie mit Zungenbrecher nur gerade so ausgekotzt kriegen. Ja, und das reicht schon, dass die Leute dann Vertrauen finden, dem Anschein nach. Ich weiß es nicht. Ich sag's immer wieder, es gibt natürlich auch viel, viel raffiniertere Leute als das, was wir hier auf dem Kanal hören. Sicherlich kriegen wir hier oftmals die Creme de la Creme mit Absicht zu hören, wenn die schon feststellen, das kann nur ein Scambaiter sein oder weiß ich nicht. Vielleicht sind auch die Werbeseiten extra so gemacht. Ich weiß es nicht. Mir fällt nichts dazu ein. Es ist einfach nur verwirrend. Da wird einfach nur irgendwas aneinandergereiht am Telefon. Und es reicht trotzdem dazu, dass die Leute ihr Geld da einzahlen. Okay. Gehen Sie bitte vor Ihrem Rechner. Und was soll ich da? Okay, ich werde Ihnen alles erklären. Aha. Okay. Ja, was denn du? Du machst schon mal das Mikrofon aus. Hallo? Ja, hä? Ja, ich bin hier. Ja, was denn jetzt? Ach, okay. Gehen Sie bei dem beim Google-Seite? Ja, und da? Ich möchte Ihnen nur eine Frage machen. Haben Sie vielleicht ein Programm, die Anydesk heißt oder TeamViewer? Nee, da müssen Sie ja nicht mit auf meinen Computer gucken. Ja, auch davor habe ich schon ziemlich oft gewarnt. Anydesk, VNC, TeamViewer, Remote Desktop und was es da sonst noch so an Remote-Software gibt, um aus der Ferne auf euren Bildschirm zu gucken, beziehungsweise auf euren Computer auch zuzugreifen, hat auf dem Privatrechner, wenn man da keine Ahnung von hat, nichts verloren.
Solche Programme dienen zum Beispiel dazu, wenn der IT-Techniker aus der Ferne auf die Kasse im entfernten Store, also im entfernten Geschäft, zugreifen will, um da Updates drauf zu spielen oder neue Programme zu installieren oder weiß ich nicht. Dafür sind die Programme gedacht. Oder wenn eure Familienmitglieder euch beim Computer helfen wollen, wenn ihr da jetzt nicht so viel Ahnung habt, ist ja alles nicht so schlimm. Die Familie kann man sicherlich auf den Computer lassen. Allerdings sollte man sich immer vorher überlegen, wen man auf seinen Computer lässt, denn da sind eure privaten Daten. Oftmals auch bei den Leuten, die sich nicht unbedingt so gut mit Computern auskennen, denn einscannen und wichtige Dokumente hat man da oft drauf, weil man benutzt ja das Ding genau dafür, um wichtige Dokumente zu beantworten. Also zum Beispiel Bewerbungsunterlagen, eure Finanzunterlagen, sowas kann da alles drauf sein. Und darauf sollen jetzt diese Betrüger Zugriff bekommen? Na, ich glaube ja eigentlich lieber nicht. Ja, Quatsch, brauchen Sie ja nicht. Oh, nee, naja, ich möchte Ihnen nur erklären und ja, unsere Seite auch zeigen. Ja, brauchen wir aber nicht dazu, um was zu zeigen. Okay. Also, Sie, Herr Kalt, Sie wollen etwas machen? Naja, umsonst bin ich ja nicht bei Ihnen am Telefon. Nochmal bitte? Umsonst bin ich ja nicht bei Ihnen am Telefon. Naja, okay. Bis. Okay, gehen Sie jetzt beim Google-Seite. Ja, dann? Und schreiben Sie. Ja, was denn da? Sie müssen doch mal auch mal ganze Sätze reden. Also, Herr Gott, wie zahlen Sie normalerweise? Haben Sie an? Haben Sie eine Kreditkarte? Oder ja, normalerweise zahle ich nach der Beratung, nicht davor. Nach der Beratung? Ja, nach der Beratung. Also, ich bin hier die Kundenberater. Ja, aber nicht die Finanzberater. Also, die Finanzberater, Herr Gott, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie werden mit über die Projekte reden. Okay? Ja. Wenn Sie wollen, okay, Herr Gott, wenn Sie wollen, auf jeden Fall, ich kann Ihnen ganz kurz mit dem Finanzberater weiter verbinden. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob er Zeit hat jetzt momentan. Das kann man gerade im Text. Ich frage mal. Warten Sie ganz kurz. Ja, hallo? Ja. Wunderschönen guten Tag. Also spreche ich gerade mit dem Herr Kott, ja? Ja. Grüße Sie. Also den Finanzberater von Firma Proforbeck, Kevin Pan, mein Name. Wie kann ich weiterhelfen, bitte? Ja, die Frau sagte, Sie können mich beraten mit so, was ich da jetzt mache. Also, was Sie erstmal machen müssen, ist erstmal den Konto einzurichten. Sie haben schon das Konto eingerichtet bei uns, aber Sie haben schon noch nicht aktiviert. Das bedeutet, Sie haben schon die Möglichkeit, erstmal 2-Wochen-Testphase haben, das zum Entschieden. Ja. Sie haben eine Möglichkeit mit einem Mindestbetrag 200 Euro also einzulegen, kriegen Sie einen Kreditbonus plus 200 von uns. Das Plattform auszuprobieren und das Plattform kennenzulernen, mich kennenzulernen auch und die weitere Informationen, was Sie brauchen wegen dem Projekt, wo Sie gerne investieren möchten, den Bereiche, wo Sie gerne also investieren möchten und so weitere Informationen. Ja. Also, ich garantiere Ihnen, das Geld, was Sie zahlen dort, Sie werden überhaupt nicht angefasst. Also, am anderen Seite, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, also mit meinem Kapital eine Testphase machen, 2 Wochen lang. Und den Profit der 95% also gehört schon für den Kunden und 5% für also unsere Unternehmen, für Finanzberater. Mal davon abgesehen, dass der neue Mitarbeiter jetzt hier an der Telefonleitung sich jetzt auch nicht seriöser anhört. Er ist auch noch irgendwie leiser als die tolle Tante von vorher. Weiß ich nicht, was da jetzt schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall schwierig zu verstehen. Ist ja normal bei den Betrügern. Aber was hat das jetzt hier mit Beratung zu tun, was er da macht? Eigentlich erzählt er mir nur, dass ich jetzt angeblich mit seinem Geld dann handle, also mit dem Bonus, den ich dazu bekomme, wenn ich da Geld überwiesen habe. Aber warum kann ich dann erst mit seinem Geld handeln, wenn ich mein Geld schon eingezahlt habe? Richtig,
weil es ja um mein Geld geht. Und mit dem Geld, was ich mit seinem Geld dann handle, ist ja bloß das Demokonto, also kein echtes Geld. Da tut man dann nur so, als würde man mit dem geschenkten Geld handeln. Ja, und das ist eigentlich auch schon die ganze Masche dahinter. Man will euch eigentlich nur damit anlocken, dass ihr nicht mit eurem Geld handelt, sondern mit fremdem Geld. Und wenn da was schiefläuft, könnt ihr euch euer Geld wieder auszahlen lassen. Nur dass es zu der Auszahlung einfach niemals kommen wird, das vergessen die hier definitiv jedes Mal mit zu erwähnen. Ach, richtig, machen sie aus dem Grund, weil es ja genau darum geht. Die wollen euch verarschen. Ihr sollt euer Geld da überweisen und das war's dann auch schon. Danach wird euch doch da keiner mehr helfen. In den seltensten Fällen zieht man dann noch eine Show auf, dass man da mit eurem Geld handelt. Wenn die das machen, dann wollen sie nur eine Nachfinanzierung. Dann kriegt ihr trotzdem nicht euer Geld ausgezahlt, auch nicht die Gewinne. Das wäre dann schon mal ein Sechser am Lotto, wenn man bei so einer Firma hinterher noch Geld ausgezahlt bekommt. Ich glaube eher weniger. Haben Sie einen Computer hinter Ihnen? Ja. Okay, sehen Sie ganz kurz von dem Computer oder sehen Sie da? Ja, was soll ich denn da machen? Also, loggen Sie bei der Seite, wo ich gerade buchstabieren werde. Ja. Also bei Market Trends Education. Also, dann darf ich fragen. Gott. Was denn? Also, dann darf ich fragen, benutzen Sie eine App mit dem Namen Anydesk oder TeamViva? Ja, das hatten wir ja schon, das ist unseriös. Richtig, das hatten wir schon. Aber irgendwie fragen die immer und immer und immer und immer und immer wieder danach. Weil, wenn die erstmal mit Anydesk auf eurem Rechner sind, ja, dann haben sie auch noch die Möglichkeit, da Viren und Trojaner auf eurem Computer zu hinterlassen, um dann auch im Nachgang an euren Rechner zu kommen, selbst dann, wenn ihr es gar nicht mehr bemerkt. Also hinterher der Betrug nochmal. Schon wahnsinnig. Erst wollen sie euer Geld und dann auch noch all eure privaten Daten ausrauben. Schlimmer geht's eigentlich überhaupt nicht mehr, weil das wäre dann ein absoluter Totalschaden, wenn die komplett eure Daten haben. Vielleicht sogar noch eine Personalausweiskopie, die da bei euch auf dem Rechner rumliegt. Es ist absolut unseriös, dass eine Bank Zugriff auf eurem Rechner haben möchte. Weil warum? Was hat da eine Bank drauf zu suchen? Überhaupt nichts. Ich meine, wenn ihr jetzt bei einer Computerfirma anruft und euch bei Computerproblemen irgendwie helfen lassen möchtet, dann macht das vielleicht noch Sinn, dass man da vielleicht TeamViewer oder sowas braucht. Das ist dann aber auch was anderes, was komplett anderes, ein anderer Zusammenhang. Aber auch hier sollte man sich immer darüber bewusst sein, fremde Menschen haben Zugriff auf euren Computer und ihr wisst nie, ob die Computerfirma 100% seriös ist. Ich will jetzt keiner Computerfirma was unterstellen, aber auch da wird Schindluder getrieben mit Daten. Nicht bei jeder, ist klar. Aber man sollte grundsätzlich immer vorsichtig sein und zuallererst immer sein Gehirn einschalten. Dann kann sowas nicht passieren. Also ich weiß nicht, ich bin in einem anderen Bereich. Ich weiß nicht, was haben Sie schon mit dem Kundenberaterin gesprochen? Aber Anydesk ist ja unseriös. Unseriös? Mhm. Okay, und wie können uns denn Operationen eröffnen? Sagen Sie mir bitte. Ja, ohne Anydesk. Ohne Anydesk machen wir das, ja? Ja. Okay, machen Sie den Kontoaktivierung jetzt. Also bei dem Market Trend. Wie zahlen Sie normalerweise ein? Wie meinen Sie das? Wie zahlen Sie normalerweise ein? Über eine Kreditkarte oder normale Überweisung? Ja, sowohl als auch. Nochmal? Sowohl als auch. Ich kann nicht so gut hören. Ja, wir sind auch sehr leise. Also nochmal, haben Sie eine Kreditkarte oder machen Sie das für Online-Banking? Ja, habe ich sowohl als auch. Kreditkarte haben Sie auch? Ja. Okay, gehen Sie bei der Market Trends Education, ich werde das buchstabieren. Also schreiben Sie bei Google-Seite, bei dem Suchleisten oben. Also Market, wie Market? Ja. Und dann? Und dann Trends? Theodor, Richard, Emil. Ja, und dann? Nordpol, Siegfried. Ja. Punkt Education. Und was machen wir da? Sind Sie bei der Seite? Ja. Also gehen Sie bei Anydesk, wenn möglich ist, bitte. Ich darf gar nichts bewerten, sondern ich sehe nur die Seite, wo Sie sind. Ja, aber Anydesk ist mir zu unseriös. Das macht man nicht für Bankgeschäfte. Also Anydesk und also auch den Teller zu waschen ist bei mir auch unseriös, mit das ich gerade höre. Was für ein Ding? Ich weiß nicht, sehen Sie was sehen Sie bei der Seite? Ich habe die Seite buchstabiert. Ich warte auf Ihnen. Ja. Was machen Sie gerade?
Na, ich warte auf Sie. Also ich würde jetzt mal sagen, da wird so langsam jemand ungehalten und etwas atterig und will schnell an sein Geld kommen. Ihm dauert wohl das Gespräch hier schon wieder viel zu lange. Interessant, dass er sich da schon mehr oder weniger gleich schon wieder selber verrät, was er da eigentlich für einer ist. Er fängt da mit Tellerwäsche an und so ein Quatsch. Weiß ich nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was er mir damit jetzt eigentlich mitteilen wollte. Tja, also dem Anschein nach hält er sich ja auch für irgendwas Besseres scheinbar. Haben Sie schon den Seite geschrieben bei dem Suchleisten? Ja, die ist schon auf. Was sehen Sie dort? Sagen Sie mir. Na, die Seite, die Sie mir buchstabiert haben. Den Seite, sagen Sie mir, was sehen Sie dort? Lesen Sie was? Was soll ich denn da lesen? Können Sie nicht lesen, was oder wie? Was steht dort? Also ich finde Sie ganz schön unseriös, muss ich ja sagen. Nochmal bitte, Sie haben schon das an Meldung selber gemacht bei dem Trafikon mit dieser Telefonnummer, mit der E-Mail-Adresse bei dem Vorbestreiter. Ja, und jetzt ruft und jetzt jemand ist der unseriös. Nochmal bitte? Und jetzt ruft jemand an, der unseriös ist. Das ist richtig. Was sollen Sie für Informationen mehr haben? Ja, was sollen Sie? Das ist doch nicht seriös, was Sie da machen. Wo merken Sie das? Wo kennen Sie das Methode? Ja, in der Kakerlaken-Aussprache. Das ist ja wie in so einer Gosse. Okay. Wir reden ja und wie im Ghetto. Was bedeutet das, wenn jemand ist schon, also Ausländer, was soll das heißen? Darf also nicht arbeiten oder wie? Das habe ich nicht gesagt. Du, ich habe gesagt, Sie hören sich an wie aus einem Ghetto. Aus dem Ghetto? Ja, so reden also, Sie. Also, Sie arbeiten auch Küchenhelfer, mit das ich höre. Also waschen Sie Teller gerade oder was machen Sie gerade? Nee. Ja. Das macht der Geschirrspüler, also, die Teller waschen. Das meine ich per Hand. Also, okay. Sehr gut. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, weiß ich nicht. Sie sind doch die Person am Telefon. Also, Sie haben schon Interesse, das zu machen. Wie zahlen Sie normalerweise ein? Ja, das hatten wir doch aber auch schon. Nochmal wieder? Das hatten wir doch schon. Wir haben... Ja, Sie wiederholen sich. Ja. Also ich habe keine Zeit zum Verschwenden, weil ich habe einen wichtigen Termin. Gleich, ja? Mhm. Also wenn Sie wollen das machen, können Sie machen. Wenn wollen Sie das nicht machen, dann ich wünsche einen schönen Tag. Also haben Sie jetzt keine Zeit mehr, oder was? Ja, habe ich leider keine Zeit. Ach so, gut, dann können wir ja natürlich nicht weitermachen, wenn Sie jetzt keine Zeit haben und anrufen, wenn Sie keine Zeit haben. Nochmal bitte? Da kann ich ja nichts dafür, wenn Sie anrufen, aber eigentlich gar keine Zeit haben. Also ich habe Ihnen Anruf, Sie haben schon gesagt, du Hurensohn bist ein Hurensohn, weißt du das? Sie haben gesagt, ich wollte mit dem Finanzberater sprechen. Ja? Richtig. Ja, richtig. Und jetzt? Was ist jetzt? Nochmal bitte? Mit solchen Hurensohnen wie du? Natürlich ist es unseriös. Ja, genau. Was wollen Sie mehr? Sprich weiter von deiner Familie. Du Hurentochter. Nochmal bitte? Ich sagte, sprich weiter von deiner Familie. Also du bist ein Hurensohn, du bist ein Obdachlos. Also hast du keinen Cent, du sammelst Flasche, lebst unter Brücke, glaube ich, 100%. Okay. Weil unter dieser Kontaktdaten ist schon eine Anmeldung gemacht. Ja. Also, aber ein Penner wie du hat keinen Respekt, erstmal für eine Frau, wie vorher gesprochen hat, und für mich auch, also den Zeit zu verschwenden, weil sie wissen nicht, also mit wem, also machen sie das Arbeiten. Ja, ich weiß aber, mit wem ich rede. Mit einem Kriminellen. Also mit deiner Mutter redest du jetzt gerade. Nee, mit deinem Hurentochter. Also lebt deine Mutter noch? Oder soll ich auf Friedhof ficken? Ja. Soll ich da gehen oder wo? Du Hurentochter, Hurensohn. Das findet ihr in... Hurensohn bist du. Was bist du? Bist du ein Hurensohn? Doch nicht seriös. Hurensohn, was soll ich mehr sagen? Ich habe die ganze Seite erklärt und... Also die ganze Information erklärt und... Also ich weiß nicht, was sind Sie beruflich? Beruflich sind Sie ein Penner, mit das ich merke, Hurentochter. Na, ist ja total nett. Mensch, so stellt man sich doch die Leute vor, wenn man von der Bank beraten wird und es ums Geld geht. Toll, hat er super gemacht. Mensch, also im Beleidigen nehmen die sich ja irgendwie alle wenig. Tja, es gibt zwar mal den einen oder anderen, der es auf die seriöse Art probiert,
Aber dann gibt's auch genug von diesen Leuten hier, die einfach dann ihr wahres Gesicht zeigen und ja, offenkundig quasi damit ja zugeben, dass sie nicht von einer seriösen, sondern 100% von einer Betrügerfirma anrufen. Weil welches Unternehmen benimmt sich so? Egal, ob ihr da jetzt irgendwie ausgerastet seid oder nicht. Jede seriöse Firma würde höflich das Gespräch beenden und den Anruf damit abbrechen. Und nicht euch erst eine Weile beleidigen und dann einfach auflegen, ohne sich zu verabschieden. Schon interessant. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid, ob ihr noch mehr solcher Videos möchtet. Abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen. Dann bekommt ihr einerseits immer eine kleine Information, wenn es was Neues hier auf dem Kanal gibt. Und andererseits wächst und gedeiht der Kanal hier immer weiter. Wer mag, unter den Videos findet ihr den Button Mitglied werden. Hier kann man kostenpflichtig ja, den Kanal unterstützen, damit unser Wachstum noch ein kleines bisschen schneller vorangetrieben wird. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal, mit vielen, vielen, vielen weiteren Videos. Klick auch da gerne mal rein. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.